Jo, moin Leute und ja, willkommen zum neuen Video. Heute mit der Zoraki HP01 und das Werkzeug, was wir dafür brauchen. Ich habe vor, euch einmal zu zeigen, wie man bei der HP01 von Zoraki den Lauf wechselt. Ich habe davon noch kein einziges Video im Internet gesehen. Daher habe ich gedacht, ich mache mal eins. Ich habe zwar jetzt keinen anderen Lauf für die Zoraki HP01 hier liegen, aber ich kann euch ja zeigen, wie man den Lauf hier ausbaut. Ja, und dementsprechend auch wieder den anderen Lauf, wenn ihr einen 5,5 mm Lauf habt, wieder einbaut. Weil es gibt für die Zoraki HP01, was ich weiß, ich habe ja hier einen 4,5 mm Lauf für Diabolus, nicht? Es gibt dafür natürlich auch einen 5,5 mm Lauf, was ich jetzt weiß. Ja, und jetzt zeige ich euch mal, wie man den wechselt. Holz, ein Imbus, Kreuzschraubenzieher oder Schraubendreher, nicht? So ist er richtig ausgesprochen. Wir haben hier einmal bei der Zoraki HP01 hier unten, ich weiß nicht, ob man es im Video sieht, da ist eine Mahnschraube drin. Sieht man, glaube ich, nicht im Video, aber ich werde den Imbus mal herausdrehen. Das ist eine Mahnschraube mit einem kleinen Dorn vorne vor und damit wird der Lauf, der eingebaut ist, ja, gehalten, dass er sich halt nicht verrutscht. Man sollte das ganze Geschehen hier auch nicht allzu oft machen, da die Schrauben hier alle in Plastik eingedreht sind und ja, Metall und Plastik, nicht? Jetzt ist raus. Verträgt sich nicht so gut, wenn man so oft hin und her schraubt. Hier ist so ein, ja, fall noch mal weg. Hier ist so ein kleiner Dorn. Seht ihr das? Eine Schraube, eine kleine Spitze. Die drückt halt auf den Lauf, damit er fixiert ist, also festsitzt. So, den legen wir hier hin. Der darf nicht wegkommen. Jo, dann öffnen wir wieder die ganze Geschichte. Hier haben wir zwei Kreuzschrauben. Damit wird das gehalten. Ja, wie ich eben schon sagte, die sind alle in Plastik eingedreht, die Schrauben. Das hier ist Metall. Aber die Schrauben selbst sind in, also halt ein bisschen raufdrücken und dann ja, vorsichtig rausziehen, so dass ihr nicht überleiert mit den Kreuzschraubenzieher. Die sitzen am Anfang ein bisschen fest. So, dann dreht er die vorsichtig raus. Hier seht ihr, das sind diese blöden, ja, Holzschrauben, sage ich dazu, mit Holzgewinde. Die sind in Plastik reingedreht. Das ist ja ein kleines Manko der Zoraki HP01. So, die dreht er vorsichtig raus. Legt er daran. Das ist eine Eisenplatte oder zumindest kann man mal gucken, ob das Eisen ist. Ich hole mal eben Magnet. So, Magnet geholt. Ne, aber hier die Schrauben, seht ihr. Also ich habe ein Magnet in der Hand, die Schrauben sind magnetisch. Es ist zwar Metall, aber es ist kein, ja, das wird dann auch mal wieder gespart. Schade. Es ist nicht magnetisch. Gut, gut. Die Schrauben sind alle raus, die raus haben müssen. Der Lauf wird jetzt also nach hinten rausgeschoben. Ich habe hier jetzt vorne noch den Schalldämpferaufsatz. Den schraubt ihr natürlich ab, falls ihr den auch drauf habt. Zack. Sonst passt das nicht. Also nicht nach vorne raus, sondern nach hinten raus. Also vorne ist ja Schussrichtung und nach hinten rausgedrückt. Dafür haben wir hier das Holz. Ich lege sie mir jetzt so hin und drücke hier gegen. So, jetzt ist er ein bisschen gekommen. Der Lauf ist hier etwas, ich weiß nicht, ob man es im Video wieder sieht, ist ein bisschen dunkel, etwas verjüngt. Und da sitzt er hier drin in der Fassung, womit er dann festgehalten wird. Man muss den jetzt ein bisschen hochbiegen. Oder hier, seht ihr das? Hochdrücken und dann rausdrücken.
Ich muss die jetzt aber dabei so hinlegen, damit ich hier rausdrücken kann und hier hochdrücken. So, damit er ein bisschen, ja, hier raufflutscht. So, jetzt kann man den hier rauf. Und jetzt nimmt er einen Hammer und haut vorsichtig rauf. Zack. Seht ihr, jetzt ist er hier rausgeflutscht. Könnt ihr den hier bewegen und vorsichtig hinausziehen. Zack, jetzt habt ihr den Lauf und Pistole getrennt. Ja, das ist der 4,5 mm Lauf. So schaut er aus mit Gewinde für einen Schalldämpferaufsatz. Da war eh drauf geschraubt. So, wenn ihr jetzt einen 5,5 mm Lauf habt, das Ganze umgekehrt wieder hinein und fertig habt das alles wieder. Aufpassen müsst ihr hier bei den, ja, Eindrehen der Schrauben. Also nach fest kommt hier wirklich ab, weil das ist nur Plastik, in den die eingedreht sind. Ich zeige es hier nochmal. Hier, das ist Plastik, wo die drin sind. Also wechselt die Läufe, das ist nur ein Tipp von mir, nicht zu oft. Also ich gebe da keine Garantie drauf, wie oft man die hier raus und reindrehen kann, ohne dass das Plastikgewinde halt ausleiert, nicht? Und dann habt ihr ein Problem. Von daher, gut. Ja, das soll es gewesen sein in diesem kurzen Video. Ich werde das Ganze jetzt wieder rückwirkend einbauen, so wie ich es halt ausgebaut habe. Und dann, das brauche ich aber jetzt ja nicht extra wieder verfilmen. Ich denke mal, das ist jetzt hier selbsterklärend für euch. Einfach wieder rückwärts einbauen. Dann sind wir hiermit durch mit diesem Video. Hat euch das Video gefallen? Ja, nicht, wisst ihr Bescheid, lasst ein Like da. Ansonsten, ja, Daumen nach unten oder einfach ausschalten. Ja, des Weiteren, ja, nicht, bedanke ich mich fürs Zuschauen und ja, wir sehen uns im irgendein Video von mir demnächst. Okay, haut rein, halt die Ohren steif, Leute. Also, was ich euch eben noch sagen wollte, ihr könnt den natürlich, also ihr müsst ihn nicht nach hinten raus, ihr könnt ihn auch nach vorne, ups, falsch rum, von vorne hinausziehen oder rein. Aber raus geht er einfacher, wenn ihr den nach hinten raushaut. Und so stecke ich den auch wieder rein. Also es geht aber auch nach vorne raus, nicht? Also ihr müsst ihn nicht nach hinten raus. Es gibt ja noch diese andere Möglichkeit. Ist aber in Deutschland nicht ganz, oder was heißt nicht ganz, in Deutschland nicht legal, diesen längeren Lauf. Dann wäre das sogar angebracht, den nach vorne rauszuhauen. Jetzt muss ich den mal wieder ein bisschen über den Widerstand hier kloppen. Wieder reinflutscht. Jawohl. Drin. Nimmt man hier die Platte. Ach, jetzt zeige ich es euch ja doch eben, ne? Ja, ist ja eigentlich ganz gut, wenn das magnetisch ist, aber ihr seht, manchmal auch lästig. So, jetzt müsst ihr aufpassen, dass die Schraube fasst, nicht, dass ihr ein neues Gewinde schneidet in den Plastik. So, jetzt hat sie gefasst. Also ein bisschen hin und her, damit die Schraube wieder ins alte Gewinde reingeht, in der alten Gewindeführung. Weil sonst schneiden sich diese Schrauben sich ein neues Gewinde. So, ist drin. Und dann habt ihr halt ein Problem. So, jetzt noch nicht ganz festdrehen, weil ihr müsst gucken, dass es hinkommt. Also sprich, der Lauf, der muss hier genau dran vorbeiflutschen. Muss man halt, ja, das seht ihr jetzt auf der Kamera nicht. Ich muss da genau hinter gucken. Sonst habt ihr,
Sollte passen. Sonst habt ihr ein Problem. Und wenn der Lauf zu weit hiervon weg ist, dann habt ihr natürlich zu viel Leistungsverlust. Das ist dann auch nicht Sinn der Sache. Deswegen sollte das schon sehr genau passen, fluchten. Also macht das zu. Ich habe es jetzt noch nicht ganz angedreht und dann eben, ich habe es gehört, ich konnte ihn jetzt noch ein bisschen randrücken. Macht dazu und drückt daran. Ist er dran. So ist er jetzt genau dran und dann sollte das passen. Jetzt kann man festziehen richtig. Aber mit richtig meine ich natürlich auch bedacht. So. So lassen wir es. Zuklappen. Druck entnehmen. Und die Mahnschraube hier wieder. Richtig rum natürlich. Hinein. Da ist der Imbus. Auch hier wieder darauf achten, dass ihr ins alte Gewinde reinkommt. Am besten immer so zweimal zurück nochmal. Und dann merkt ihr das aber auch, dass sie wieder im alten Gewinde sitzt. Und dann festdrehen. Aber wie gesagt, hier ist auch Plastikgewinde. Also Ende. Hier mein Schalldämpfer. Aufsatz. So, fertig. Haut rein, bin raus. Das war's.